Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tommel. In der letzten Folge haben wir gigantische Gasvorkommen bekommen und ich würde das gerne weiterführen, hoffentlich diesmal mit ein bisschen mehr Glück. Hoffentlich finden wir sie deutlich früher, so ziemlich weit an der Oberfläche, damit wir eine Menge damit machen können. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich gehe gleich nach links. Oder auch nicht. Auf beiden Seiten sind die Preise sehr schlecht. Das ist schön. So. Wo kann ich meine erste Ölbohrplattform hinstellen? Dahin. Okay. Noch ein bisschen weiter. Okay, wie weit unten ist das? Oh mein Gott. Okay. Wir hätten fast kein Geld mehr gehabt. Und das haben wir auch jetzt nicht. So. Ja, die Preise sind schrecklich. Okay, ist auf jeden Fall nicht der beste Start, kann man sagen. Wir verkaufen nach rechts. Das war nicht mal das Ölvorkommen, was er gemeint hat. Er hat nicht mal das Ölvorkommen... Oh mein Gott. Er hat nicht mal das Ölvorkommen gemeint. Er hat ein ganz anderes gemeint. Ja, okay, das kann man natürlich auch gerne machen. So, machen wir mal ein Silo dorthin. Preis ist auf jeden Fall besser geworden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Sollte uns einen gewissen Vorsprung geben. Oder zumindest uns ein bisschen aufholen lassen. Links ist der Preis gerade höher geworden. Das haben wir auch gesehen. Oh, da ist Gas. Das ist sehr gut. Wagen vergrößern. Und 10 Stück. So, ist das ein Ölvorkommen? Das ist ein Ölvorkommen. Ein großes. Und da ist noch ein Gasvorkommen. Okay. Mal gucken, was wir mit denen anfangen können. Wie weit ist das da? Ja, sollte gehen. So. 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 So, wie groß ist das? Okay. Ich glaube, ich müsste aufhören zu verkaufen. Ah, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Machen wir hier noch ein großes Gasvorkommen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so gigantisch, weil es rechts anstoßen wird. Okay, jetzt gehen wir aber darunter. Verbessern wir beide Rohre. Wo ist das Öl? Besser meint. Ich habe keine Ahnung. Schick mir ein paar Maulwürfel in den Bereich. Gehen wir bis hierhin runter. So. So. Ah, stark, wir brauchen den Bohrer. Wir haben nicht genug Geld. Das ist sehr schön. Okay, verkaufen wir ein bisschen nach rechts. So. Dann schließen wir die. Ich weiß nicht, woher er das Gas haben will. Ja, das Öl. Okay, da unten. Ist aber auch wirklich sehr weit weg. So, legen wir die frei. Ganz vergessen.
schließlich müsst ihr als Zuschauer auch was zu schauen bekommen. Dementsprechend ist das quasi mir ein optimales Spiel, was ich hier spielen kann. So, da schickt man Maulwürfe. Ah, okay, egal. So, das eine kleine Stück. Wir hören auf jeden Fall auf zu verkaufen, das war Verschwendung. Aber wir haben hier auf jeden Fall zwei gigantische Gasvorkommen. So, so und so. Und dann können wir das hier auf jeden Fall schon verbessern. Ich frage mich, ob das dann schneller heizt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte natürlich gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausprobieren möchte. Auf jeden Fall beschleunigen wir einiges. So. Und so. Das können wir auch mal verbessern. Haben wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Öl drin. Nee, ist auch relativ klein. So, setzen wir nochmal einen Wünschelrotengänger hin. Wird wahrscheinlich nichts mehr finden. Haben wir auch praktisch alles gefunden. Groß ist das noch? Ah, da ist noch einiges drin, also. Ich würde noch ein weiteres Silo bauen. Ah, das passt ganz, ganz knapp. Das war perfekt. Zwei große Silos. Wahrscheinlich könnte man drei hier drauf packen und zwei Ölbohrplattformen. So, der wird wahrscheinlich nichts finden. Ne, der ist gleich weg. Ja. So, dann warten wir. Wir haben auf jeden Fall deutlich früher angefangen und wir haben zwei gigantische Gasvorkommen. Ich verbessere die, glaube ich, sogar nochmal. Das muss einfach sein. Wir müssen das Gas so schnell wie möglich loswerden. Aber das ist ein Anblick. Ich meine, schaut es euch an. Gigantisch. Ja. Im Oktober, November. Das reicht wieder nicht. Ich glaub wirklich, die können unendlich groß wachsen. So, Pech gehabt. Verbessern wir das. Dann verbessern wir das. Dann verbessern wir das und dann verbessern wir das. Wir werden so möglichst schnell all unser Gas los. Komm schon. Wir können es nicht weiter verbessern. 24, 25. Die Gasvorkommen sind einfach zu groß. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Nein, da war sogar noch ein Diamant. Was? Oh mein Gott. Okay. Was ich euch hier zeigen möchte, ist Gier, okay? Ich habe viel zu spät angefangen zu verkaufen. Da ist noch ein Diamant. Wir sind das Gas gar nicht erst losgeworden. Okay. Ich meine, das ist auf jeden Fall kein Ergebnis, was man haben möchte, aber es ist ein Ergebnis. Ja? Ich würde damit das Experiment vorerst mal beenden, denn unser Einkommen leidet darunter. 1,56 Dollar pro Fass. 16.000 nur. Schaut euch diese Menge an Gas an. Wenn wir das ein bisschen früher gemacht hätten, wären das alles losgeworden. Ja? Also im Grunde brauchen wir es gar nicht. Wir sind schon super reich. Ich will nur mal sagen, das ist Gier, was ich hier betreibe. Nächste Runde wird anders laufen. Wir verkaufen das, keine Ahnung, spätestens Anfang Oktober. Ja, da hören wir auf, verkaufen, machen alles an Gas. Fertig und dann verkaufen wir. Ja? Wir haben sogar einen Diamanten verpasst, also das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber ich würde jetzt mal meine Hand ins Feuer legen und sagen, man kann die Ölvorkommen quasi unendlich groß machen. Okay? Man muss nur genug Platz haben für die Rohre. Man muss es früh genug erkennen, damit man außenrum alles machen kann. Und naja, man braucht halt sehr viel Zeit.
das dazu, ja? So. Hatten wir einen guten Boden? Ja, war ganz in Ordnung. Gehen wir dahin. Und kehren zurück. Es wird garantiert wieder einen Diamanten geben. 70 Cent, 65. Schrecklich. Machen wir nicht. So, 10% Aktien. Oh mein Gott. 10% sind 50.000. Daisy hat am meisten 22.000 Dollar. Also wir gehen knapp über 22.000. Wir müssen ihnen ja nicht mehr geben als nötig. So, insgesamt hätten wir dann 82% der Stadtaktien. Also, wenn man alles zusammenrechnet. Heißt nicht mehr viel und alles ist vorbei. So, 23.685. Und wir haben 2/3 der Stadtaktien, also eine ganze Menge. Diesmal versuchen wir auf jeden Fall ein bisschen bescheidener zu sein. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir müssen deutlich schneller mit allem sein. Vor allem mit dem Verkaufen. Beide Seiten sind die Preise schrecklich, darauf freut man sich. So, verkaufen wir ganz kurz mal nichts, denn links steigt der Preis, okay. Preise sind halt dermaßen schlecht. Ich kaufe hier ein Silo und dann mache ich es wieder weg. Können wir hier runtergehen? Es lohnt sich fast gar nicht. Ne, wir haben es noch nicht mal getroffen. So, jetzt kommen wir langsam in einen Bereich, wo es sich lohnen würde. Also eigentlich nicht, aber wir müssten mal. Da haben wir Öl. 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Einen habe ich irgendwie nicht ganz hinbekommen. Machen wir auf jeden Fall das Silo größer. Da ist einer. Ein Diamant. Hallo? Guten Tag. Ich hätte gern einen Diamant. Und bam, Dummy. Das war's. So, direkt verbessern. Da noch auf zu verkaufen. Nochmal 2 Windschuhroutengänge. Ich hätte hier unten noch irgendwas gefunden. Oh, auch direkt getroffen. Und wir haben Gas an mehreren Stellen. Stark. Nicht mehr dazu haben wir Geld. Das sind Felsen eingebaut. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das scheint aber frei zu sein. Wir müssen ein bisschen was verkaufen. Vorhin müssen wir die Wagen verbessern. Wagen verbessern. Kommt schon. Verkauft auch das ganze Öl. Ah, schnell. 7. Verkauft doch. 9, 10. Okay. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr können wir auch gar nicht. Da ist ein bisschen Öl. Da ist auch ein bisschen Öl. Machen wir das mal so. Oh, das ist ein sehr großes Ölvorkommen. Dann bauen wir mal direkt ein neues Silo. Verbessern auch die Waren. Wir verkaufen dringend links. So, können wir das in irgendeiner Art vergrößern? Ja, wird ein bisschen schwierig hier mit dem Ölvorkommen. Wir werden es auf jeden Fall nicht ganz so groß machen, das ist klar. Und ich bin dumm. Wir können das gar nicht erst noch nicht vergrößern. Wir müssen warten, bis das Öl hier leer wird. War natürlich sehr stark. So, das Gas ist umrundet. Sieht zumindest so aus. Ah, wobei, eigentlich geht's. Da ist auf jeden Fall
Gestein. Ja, nein. Was? Ich wollte schließen. Wir haben Öl gefunden. Das macht's noch interessanter. Denn wir müssen dann hier trotzdem runter. So, wir haben dringend auf zu verkaufen. Oh mein Gott. Ich hab bestimmt schon angefangen, mich anzuschreien hier. Uiuiui. So. Wir haben Juni. Wow. Er hat gepfiffen und ist dann direkt wieder verschwunden. Wir sammeln auf jeden Fall noch eine Menge Öl. Ich würde das hier sogar verbessern. Was machen wir damit? Ich würde es einfach anzapfen. Dann quasi Förderung ein bisschen beschleunigen. Neues Silo. Um ein bisschen mehr zu lagern. So, jetzt aber. Wir haben Ende Juli begonnen, das zu vergrößern, also daraus wird nicht viel was. Ich kann es noch nicht mal sonderlich freilegen. Schade. Müssen ein bisschen was verkaufen. 3 Wagenladungen voll. Damit wir das hier auch noch verbessern können. Okay, da wird nicht weiter was sein. So, sehen wir haben auch schon den Diamanten gefunden, also es lohnt sich eigentlich nur nicht mal, Maulwürfe nach unten hinzuschicken. Wenn die Wünschehodengänger nichts mehr finden, dann Pech. So, ich habe gesagt Anfang August. Anfang Oktober meinte ich. Heißt gleich. Ich würde es trotzdem gerne mal freilegen. Wird aber kaum möglich. Ja, leider nicht. Komm schon. Ja, ein Wagen bitte voll. Nicht mehr. Müssen wir ein bisschen abwarten. Okay, so. Wir müssen wieder einen Wagen voll verkaufen. Ah, komm schon. Und so. Jetzt warten wir schön. Dann verkaufen wir. Schaut es euch an. Einfaches Leben. Nicht von dir geplagt. Fertig. Kein Stress. Ganz einfach. Wir haben sogar Geld zurückbekommen. Seht ihr? Genau das Gegenteil von dem, was wir eben gesehen haben. 32.000. Wir haben das Doppelte an Geld gemacht. Ganz einfach. Ja? Das soll eine Lehre sein für euch. Nicht zu gierig werden. 1,48 $ pro Fass. Rechts ein bisschen schlechter, links ein bisschen besser. Am meisten für die Rohre ausgegeben. Danach Wagen und danach Rohr-Upgrades. Genau. Ja, war an sich ganz gut. War jetzt nicht der beste Boden, den wir je hatten. Die besten Böden schmeiße ich natürlich gerne weg. Das macht doch am meisten Spaß. So, 32.000. Ja, das Dreifache etwa von Daisy. Schauen wir mal nach. Haben wir hier irgendwas? Das haben wir. Nehmen wir auch gleich mit. Was war denn das für ein Boden? 29, 34. Ja gut, dann wird das da in der Ecke sein. Probieren wir es mal. Ich vermute mal hier. Da, wo sie alle hingehen. Okay. Hier wird wahrscheinlich nichts Gutes sein. Ich meine, wir haben hier 21, wir haben hier 17. 30 gerade mal, also. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Ich würde schon ganz gern hier hingehen. Zahle ich auch ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir hier hin. Probieren wir da unser Glück. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Genau. Aktienauktion 7%. Heißt 35.000. Heißt eigentlich 30.000, weil niemand mehr als 30.000 hat. Und damit sollten wir dann 89% der Stadtaktien insgesamt verkauft haben. Da ist gerade der Speicherplatz voll geworden. Und ich weiß nicht genau, was hier gerade passiert. Okay.
hat es scheinbar angehalten. Dann habe ich auf Kaufen gedrückt. Gut, wir haben es überteuert gekauft, aber ich meine, wir haben es. 74% haben wir jetzt, ja, 3/4 der Startaktien. Ich glaube nicht, dass wir den dreien noch viel mehr zulassen. Ich meine, schaut es euch an, wir haben so eine schöne gerade Anzahl an ja, Prozenten, alle drei gleich viel. Jedenfalls war es das mit der Folge. Das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr unterschiedliche Durchgänge, wie ihr gesehen habt. Beim ersten Mal quasi von der Gier habe ich mich da verleiten lassen, habe viel zu viel verloren. Beim zweiten Mal hatten wir deutlich weniger, aber es lief auch doppelt so gut. Also ja, auf jeden Fall zwei sehr, sehr unterschiedliche Abläufe. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.